Die Apple Watch ist ja auch irgendwie eine Uhr. Und eben weil das so ist, ist die Apple Watch eine ganz besondere Uhr, denn ihr könnt ja hier auch die Watchfaces ändern. Da gibt es also verschiedene, die hier schon mitgeliefert werden. Zum Ändern muss man einfach einen Force Touch durchführen. Das heißt, man drückt auf das Display etwas fester und dann kommt man hier in diese Auswahlansicht rein und kann durch Swipen nach rechts und links die verschiedenen Watchfaces auswählen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Wir haben hier vorne eins, das nennt sich Utility. Da seht ihr hier oben einmal die aktuelle Temperatur. Auf der anderen Seite sehen wir die Batterieanzeige. Und hier unten haben wir die Kalenderansicht sowie das Datum. Gehen wir eins weiter, dann haben wir eins, das nennt sich Modular. Das ist also eine Digitaluhranzeige mit Kalender, Aktivitätsanzeige, Batterieanzeige und der aktuellen Temperatur sowie dem Datum. Schauen wir, was wir noch haben. Als nächstes hätten wir hier noch die ganz schlichte Variante. Die nutze ich momentan am meisten. Da habe ich hier oben einfach die Akkuanzeige, hier den Kalender, die Temperatur und meine Aktivitätsanzeige und natürlich noch das Datum. Dann gehen wir noch eins weiter. Jetzt wird es etwas interessanter bzw. animierter. Das hier ist eines der animierten Watchfaces und zwar habe ich hier die Qualle ausgewählt. Wenn ich jetzt mal hier unten drauf tippe, dann ändert sich das Ganze auch. Und ihr seht hier, wie die nächste Qualle angezeigt wird. Sieht wirklich sehr schön aus. Schauen wir mal noch eins weiter. Und dann haben wir hier noch eine Qualle. Was ja interessant ist, vielleicht am Rande erwähnt, die Quallen hier hat Apple selbst in einem speziellen Studio aufgenommen. Die haben sich da einen großen Tank hingestellt und die ganzen Quallen dort aufgezeichnet. Ist wirklich von den animierten, ja, meine Lieblingsanimation bei den Watchfaces. Schauen wir noch eins weiter. Als nächstes Astronomie. Hier könnt ihr also jederzeit sehen, wo ihr euch auf der Welt befindet. Und ihr seht hier auch die Grenze von Tag und Nacht. Und ihr könnt hier auch zum Beispiel direkt mal zum Mond fliegen. Oder ihr könnt euch anschauen, wie stehen eigentlich die Planeten hier im Sonnensystem. Ziemlich cooles Feature, braucht man zwar eigentlich nicht, sieht aber klasse aus. Und ihr könnt ja auch ein bisschen an der Zeit drehen. Ihr könnt entweder an der Zeit zurückdrehen oder vordrehen und dann könnt ihr sehen, wie sich hier die Planeten verhalten zu einem gewissen Zeitpunkt und wie die stehen. Nettes kleines Feature, braucht man nicht, sieht aber cool aus. Und dann fliegen wir nochmal zurück zur Erde. Als nächstes hätten wir hier nochmal Farbe. Ihr seht schon, da ist ziemlich viel Farbe im Spiel. Wir haben hier oben die Mondphase. Dann haben wir hier unten einen Timer, den kann man sofort starten. Und ganz normal dann hier unten nochmal die Aktivitätsanzeige und das Datum oben links. Als nächstes haben wir Solar, auch eine sehr schöne Anzeige. Dort könnt ihr den Verlauf der Sonne sehen, wann sie am höchsten steht und wann sie untergeht. Ihr seht schon hier, ist es bald soweit, die Sonne geht unter und auch hier könnt ihr ganz einfach die Zeit zurückdrehen. Dort könnt ihr sehen, wann die Sonne aufgeht und der Horizont. Das ist alles wirklich echt hübsch dargestellt und schön animiert und ist auch eine sehr schöne und schlichte Anzeige. Schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Als nächstes der Chronograph. Das sieht also schon ziemlich, ja, wie eine Standard-Chronographenuhr aus. Ihr seht auch hier oben den Timer, Aktivitätsanzeige, Temperatur und Akkuanzeige. Und eins weiter haben wir dann die Mickey Maus, die wir alle schon aus den Präsentationen kennen, die hier mit dem Fuß immer rumwippt. Und dann habt ihr hier oben eine Weltzeituhr aktuell, die Temperatur und den Kalender. Gehen wir noch eins weiter und dann haben wir X-Large. Das heißt, für alle, die die Uhrzeit nicht groß genug haben können, habt ihr das hier mal richtig groß digital dargestellt. Sieht auch ganz nett aus. Und hier kann man dann noch neue Watchfaces hinzufügen. Jetzt geht es aber um das Anpassen. Ich tippe hier mal auf Anpassen und dann kann ich hier zum Beispiel bei dem großen Watchface einfach hier die Farben ändern, indem ich hier an der digitalen Krone rumdrehe. Und wenn mir jetzt die Farbe gefällt, tippe ich nochmal drauf oder ich muss auf die Krone drücken und dann habe ich die Farbe eingestellt. Bei Mickey Mouse, was können wir dort ändern? Ich gehe mal auf Anpassen. Ihr seht, wir können hier unten, wo der Kalender angezeigt wird, durchdrehen. Entweder den Kalender anzeigen, die Mondphase anzeigen, den Sonnenverlauf anzeigen, Wetter, Aktien, Aktivität, Wecker, Timer, Stoppuhr, Batterieanzeige, Weltzeituhr. Eine ganze Menge, was man dort einstellen kann. Ebenso können wir hier oben das Teil verändern. Dort könnt ihr also auch Stoppuhr, Timer, Wecker, Aktivität, Sonnenverlauf, Mondphase, Kalender oder gar nichts einstellen. Und auch hier oben rechts für die Anzeige gilt das Ganze. Dort könnt ihr euch also sehr individuell aussuchen, was auf eurem Watchface angezeigt werden soll.
Gehen wir nochmal weiter zum Chronographen. Auch dort können wir mit Sicherheit einiges ändern. Ich gehe nochmal hier auf Anpassen. Wir haben hier 1, 2, 3 Felder, die wir nochmal individuell anpassen können mit den ganzen Funktionen, die ich eben schon aufgezeigt habe. Die könnt ihr nämlich im Prinzip überall einstellen. Das Ganze gilt allerdings nicht hier für die Solaranzeige oder das Solar Watch Face. Dort könnt ihr nichts verändern, aber hier bei der Farbe, dort könnt ihr wieder einiges drehen. Zum einen können wir hier natürlich nochmal die ganzen Farben ändern, wie ihr seht. Und wenn wir rüber swipen, können wir hier die einzelnen Felder nochmal neu belegen. Bei Astronomie gibt es ebenfalls nichts einzustellen. Bei Bewegung könnt ihr was anpassen. Und zwar gibt es hier nicht nur die Quallen, sondern wir können hier auch noch Blumen uns aussuchen oder Schmetterlinge. Also Quallen, Blumen und Schmetterlinge. Ich nehme einfach mal jetzt hier die Blumen, swipe nochmal rüber und hier könnt ihr nochmal das Datum ändern, entweder ausschalten oder aussuchen, ob da nur der Wochentag mit Datum oder nur die Datumsanzeige erscheint. Ich finde das eigentlich so am schönsten. Gehen wir nochmal raus und rein und schauen uns mal an, wie hier die Blumen aussehen und wie die Blumen blühen. Ebenfalls sehr schön animiert, sieht echt schick aus. Okay, schauen wir nochmal weiter. Was können wir hier bei dem Schlichten anpassen? Da gibt es eine ganze Menge. Dort könnt ihr nämlich auch anpassen, was ihr hier angezeigt bekommt auf die Uhr. Ihr könnt das super schlicht machen, indem ihr die kompletten Minuten- und Zeitintervallsanzeigen hier ausschaltet oder ihr dreht das mal richtig hoch. Dann haben wir hier nochmal so kleine Sekundenanzeigen mit dabei. Außerdem können wir hier noch die Farbe des Sekundenanzeigers ändern. Das funktioniert alles über Scrollen auf der digitalen Krone. Und als nächstes nochmal haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder, die wir frei mit Anzeigen belegen können. So, und jetzt ist hier der Sekundenanzeiger in Blau. Bei Modular könnt ihr euch schon denken, was man dort ändern kann. Denn ihr könnt hier zum einen die Farbe ändern und zum zweiten nochmal hier die Belegung der ganzen Anzeigefelder. Und ganz zum Schluss Utility. Auch das können wir etwas verändern. Einmal hier nochmal die Anzeigen auf dem eigentlichen Ziffernblatt. Da können wir die Zahlen hinzunehmen mit Sekundenanzeigen oder nur Zahlen oder weniger Zahlen oder gar keine Zahlen. Und natürlich können wir nochmal hier den Sekundenzeiger ändern in der Farbe und die belegten Felder können auch nochmal angepasst werden. Also wirklich sehr viele Möglichkeiten, die uns die Apple Watch hier liefert, was das Individualisieren anbetrifft. Und mal ganz ehrlich, da ist wohl für jeden etwas dabei und in Zukunft werden mit Sicherheit noch weitere Watchfaces von anderen Entwicklern folgen. Da können wir uns echt drauf freuen. Und das soll es gewesen sein, Leute. Das sind die Watchfaces der Apple Watch aktuell. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi Apple Cat. Die Katze hat gesprochen. Mi Apple Cat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+. Und bei www.miapplecat.jimdo.com. Wir sehen uns. Raum.